Damit erstmal herzlich willkommen zu diesem spontanen Stream an diesem wunderbaren Feiertag, dem wunderbaren Montag. Ich dachte, ich mache den Reise über dich gerade direkt, wenn ich wieder zurückkomme aus Polen. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht allzu laut. Vielleicht mache ich es noch ein bisschen leiser. Und erzählt euch mal so, wie der Trip gewesen ist nach Polen. Also das wird so eine interaktive Reise, die was ich gemacht habe. Samstag beginnend bis gestern Abend. Und da habe ich sehr viele Fotos aufgenommen, einige Videos dazu. Und will euch mal zeigen, wie vor allem diese CMK-Strecke heute jetzt so aussieht. Und was euch so erwarten würde, wenn ihr jetzt nach Warschau fliegen würdet und das gleiche macht wie ich. Jo, welche Strecke tun wir denn covern? Wir fangen an mit Warschau, da wo ich hingeflogen bin. Am Anfang in Warschau ein bisschen oben was gemacht. Und habe mir da das Museum angesehen und am nächsten Tag bin ich die ganze Schnellfahrstrecke runtergefahren bis nach Katowice. Und in Katowice habe ich mir die ganze Station angeschaut und dann bin ich über Częstochowa mit dem TLK-Zug die andere Strecke wieder zurückgefahren. Ja, das war so das, was ich da gemacht habe und ich sehe gerade schon, ich muss mal kurz ein bisschen umdisponieren. So, damit ich auch den Chat sehe. Machen wir das mal kurz so. Sehr. deshalb habe ich gerade noch Simray gespielt in Benzin. Ja, tatsächlich, weil Benzin hat sich sehr stark verändert. Und das werden wir dann gleich später noch sehen. Ich würde euch bitten, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder irgendetwas zu dem, was ihr dann gleich dann sehen werdet, stellt sie gerade direkt. Ich habe die Latenz relativ niedrig eingestellt, also sollte es recht schnell sehen. Und ich merke gerade, Live-Chat funktioniert wunderbar. Ja, der funktioniert so gar nicht. Gut, ist zu spät zum Fixen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir gerade mal direkt los. So. Also, Warschau angekommen, dachte ich mir, das erste, was ich mache, ist in Warschau das Eisenbahnmuseum anzusehen. Und das erste, was ich da gesehen habe, ist ein moderner Kiebel. Den sehen wir jetzt gerade hier. Wenn ihr euch fragt, wo ist es denn im Referenz zu der Strecke, was wir in Simrail haben? Ich zeige euch das mal ganz kurz. Da haben wir gerade Simrail DE1 offen. Aber wenn wir jetzt mal hier runtergehen, wollen wir kurz schauen. Wo haben wir denn? Da haben wir Warszawa Centralna und da hinten haben wir Warszawa Glowna. Gerade bei der Ausfahrt. Und da oben hat es diese Kopfgleise. Und direkt dahinter, hier das da, ist das Eisenbahnmuseum. Also ich denke mal, das war in der Vergangenheit mein Depot oder ähnliches. Und da haben sie jetzt hier die ganzen alten Sachen abgestellt. Und das war das allererste, was ich mir angesehen habe. Das ist jetzt hier im Bild rechts zu sehen. Und das wollte ich jetzt gar nicht. So, dann gehen wir doch mal ins Museum rein. Das erste, was uns begrüßt, ist diese alte Kassenstation. Mit der Puppe drin und die ganzen alten Tickets. Fun Fact, diese alten Tickets, so in der Form gibt es sogar heute noch in Warschau. Die sind ungefähr gleichbereit, nur ein bisschen länger. Und dann kann man sich diese 20 Minuten oder 60 Minuten Tickets kaufen für die Zonen 1 und 2. So als Fun Fact nebenher. Ich muss sagen, in Warschau Zug zu fahren, das ist sogar relativ einfach, weil man kann in den Zug einfach reingehen, da hat es einen Ticketautomaten drin, da sagt er, okay, was willst du für ein Ticket haben, für wie lang, und das boostet dann einfach mit dem Handy rangehen oder mit der Karte, mit NFC, und dann hast du das Ticket. Das ist aber nur in Warschau so. Sobald du aus Warschau rausgehst, musst du vorab ein Ticket kaufen, oder wenn du mit einem Intercity-Zug irgendwie fahren willst, kannst du das vergessen, das musst du alles vorab machen, im Zug kaufen ist nicht. Aber zu dem kommen wir später noch. Aber das Problem hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil ich sagte, ich wollte erstmal vom Flughafen hier in das Museum rein. Im Museum gab es dann diverse schöne Modelle, so wie die da, in unterschiedlichen Größen hier, so wie auch das hier. Und gleich am Anfang war das Museum schon ein bisschen militärorientiert. Man sieht gerade links hinten im Hintergrund schon den kleinen Wagen und ganz dahinter, da wo es jetzt gerade schwarz ist, da wo die Person jetzt gerade hergekommen ist, gab es entsprechend nochmal einen Sonderbereich dazu. Das habe ich jetzt aber nicht gecovert und will ich auch nicht machen.
So, hier nochmal im Detail das Ganze. Eintritt übrigens umgerechnet nicht ganz 3 Euro. Sehr günstig. Und wenn ihr könnt, lasst doch vielleicht eine Spende da für das Museum. Jetzt haben sie es wirklich gut hergerichtet. Gab in Summe, jetzt muss ich mal nachdenken, 1, 2, 3, 4, 5 Miniaturbahnen, so wie die hier. Die waren aber alle coin-operated. Da braucht sie dann ein paar Geld. Und dann sind die da für ein paar Minuten hier rumgefahren. Aber richtig schön detailliert. Auch Tram habe ich in Warschau selber auch gesehen, bin aber nicht mitgefahren mit einer Tram. Und Tramfahren, zumindest in Sosnowiec, da bin ich mit der Tram rumgefahren, ist ein Abenteuer für sich, das kann ich euch sagen. Die sind recht sportlich unterwegs. Und dann auch noch bei engen Kurven, wo du denkst, die Tram fliegt gleich raus. Abenteuer pur. Da vorne seht ihr jetzt gerade die Kasse, da kommt man dann rein. Das ist dann quasi diese ganze Haupthalle, das sind die ganzen Miniaturmodelle und entsprechend die Geschichten dazu. SM42, wer kennt sie nicht, ne? Natürlich auch vorhanden. Und das Tolle bei dem Museum ist, die meisten Sachen sind in Polnisch sowie auch in Englisch da unten drin. Also wenn man zumindest Englisch kann, dann kann man da lesen, was man sich da eigentlich gerade ansieht. Ja. Dann geht es auch schon weiter in den nächsten Bereich. Da rechts ist da schon wieder die nächste Modellanlage, auch wieder Coin-Operated. Da steht Bahnhofsuhr und Sitzplätzen. Die Sitzplätze werden wir dann später gleich nochmal sehen. Und da im Hintergrund, da links, habe ich dann gleich was erhascht, wo ich dachte, da muss ich sofort hin. Und es ist natürlich ein Stellwerk. Und zwar das hier. Haben wir hier komplett aufgestellt. Originalstellwerk inklusive Anzeige da oben. Aber darf man natürlich leider nicht anfassen oder rumspielen. Hätte ich natürlich gern gemacht. Und der Stellwerk ist leider nicht komplett. Aber was soll's, immerhin Stellwerk da. Original polnisch. Hier nochmal so in der Nahaufnahme. Und entsprechend vom Stellwerk da oben das Bild. Fragt mich nicht, wo das im Original gewesen ist. Das habe ich nicht gesehen. Entsprechend auch der Kollege. Ich glaube, manche deutsche Kollegen würden das jetzt gleich wiedererkennen. Auch in Polen unterwegs. TD2 leider nicht. Aber auch was. Kurze Zwischenfrage. Bildqualität, Stimme, Musik soweit, alles okay? Oder muss irgendwas angepasst werden? Live-Chat mal bitte kurz melden. Kurz reingucken. Aber ich glaube, das sollte alles okay sein. Alle super. Ja, wunderbar. Gut. Ach, Live-Chat geht ja doch. Im Stream. Ja, nice. So, direkt neben dem Apparat war noch das hier. Das hat ausgesehen wie Fahrpläne. Tageswechselmäßig. Es gab nicht irgendwie einen Zettel, der beschrieben hat, was das Ding macht oder was man damit anfangen soll. Es stand einfach daneben. Also falls jemand davon irgendwie eine Ahnung hat, was wir hier gerade sehen, keine Ahnung. Also ich gehe davon aus, das ist ein großes Rundrad dahinter, wo die Pläne dann hin und her gehen. Aber keine Ahnung. Sehe ich so zum allerersten Mal. So, dann hat man diesen Kollegen noch direkt in dem Stellwerk. Das war ein Führerstandssimulator von der EP und leider war der nicht in Betrieb. Das war ganz hinter einer Glasscheibe drin. Das andere, das war so ein Raum für sich. Ich wäre sehr gern damit mal gefahren, aber das Museum hat gesagt, nee, ist nicht. Und der war unglaublich breit auch noch. Also es ging nach links noch ein ganzes Stück weiter. Also da hätten locker 4, 5 Leute da drin Platz gehabt. Und war komplett ausgerüstet, so wie man es aus TD2 kennt. Aber nee, spielen war leider nicht. Wäre noch witzig gewesen, damit irgendwie TD2 zu spielen. Ja, aber das Thema Tacho, ne? Da hätte ich dann gleich gefragt, wie können Sie den Tacho ansprechen? Weil das Problem habe ich momentan. Habe ja auch gerade so einen Hasler-Tacho. Und den will ich ja funktionsfähig machen mit TD2 und auch noch anderen Simulatoren. Wobei TD2 momentan das Schwierigste ist. Die anderen habe ich ein bisschen mehr Doku. Aber Thema für sich. Gut, den Apparatus
gleich gegenüber. Auch nicht mehr viel gesehen, der hat schon bessere Tage gesehen. Und den hier. Den durfte man sogar anfassen. War schon ein bisschen mitgenommen, das Ganze. Und das war das erste Mal, dass ich so einen Tisch in echt gesehen habe. Im polnischen Stil. Schweizer Stil habe ich schon gesehen, aber das war nicht so mit diesem Metallplättchen, was man hier drauf. Und das ist hier wesentlich mit mehr Detail. Fand ich nur nice. Gut, weiter im Museum, weitere Modelle, so wie zum Beispiel die Union Pacific hier. Würde ich jetzt auch nicht nein sagen, damit rumzufahren. Und dann ging es auch schon ins Außenareal. Das erste, was einen da begrüßt, sind diese zwei großen Dieselmotoren. Und ich sage euch, boah, das sind dicke Oschis, wenn man noch nie dagegen gestanden ist. Haben schon was. Und da ist quasi direkt, wenn man aus diesem Gebäude da rechts rausgeht, der Blick nach unten, beginnend hier mit dem Wagen da. Jetzt ungefähr, ich würde mal sagen, 400 Meter nach hinten auf drei Gleisen, wo dann hier Wagen, Lokomotiven und sonstiges abgestellt ist, dass man hier da entlang gehen kann. Gut, Militärwagen ist ein Thema. Auch so zum ersten Mal gesehen. Optisch gut erhalten. Reingehen ist aber nicht. Der Kollege auch mit dabei. Und nochmal der Blick so ein bisschen nach hinten. Und da haben wir hier einen Postwagen. Da könnte man theoretisch reingehen, war aber nicht. Da haben die Team intern irgendwas gemacht gehabt und hat es geheißen, ja, leider nicht reingehen, aber der wäre innen voll ausgestattet gewesen. Aber ich denke, das ist auch so ein Standard-Postwagen, bis das sonst irgendwo zu sehen ist. Also nicht wirklich was Spezielles, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, dann der Weg weiter nach hinten war leider abgesperrt. Da haben auch die Wagen nicht so gut ausgesehen. Angefangen mit dem hier. Und das ist jetzt der Blick bis zum Ende von diesem Bahnsteig hier. Das waren hier alles Lokomotiven in schlechten bis sehr schlechten Zustand. Rechts dahinter, man sieht es auf dem Foto leider ein bisschen schlecht, waren zwei ehemalige Bahnsteige. Gleise hier rechts sind noch entlang gegangen, aber da konnte es halt nicht hingehen. Auf dem Parallelgleis, auf der linken Seite, da habe ich dann gleich Fotos, konnte man ein bisschen nach vorne gehen. Aber hier leider nicht. Finde ich ein bisschen schade. Eventuell wegen Umbauarbeiten, weiß ich nicht. Hier gerade nochmal so ein Zoom rein. Da seht ihr das. Alle in einer Reihe, die ganzen Lokomotiven. Und da nochmal die Dächer von diesen zwei Bahnsteigen hier. Genau. So, das Bild, um das mal ganz kurz als Referenz zu zeigen, das ist links von diesem Wagen gemacht. Das ist quasi hier von dem Bahnsteig hier rauf und dann geht es dann hier links da unten rein. Da ist dann dieses Bild hier entstanden. Da haben wir hier die zwei Loks noch und dann sind hier ganzen Haufen Güterwagen und ganz zum Schluss ist ein Schneeräumer. Den werden wir dann gleich noch sehen. Wenn man sich dann umdreht von diesem Standpunkt aus, sieht man die Schneelok inklusive den Wasserturm hier und ein bisschen weiter links Schnellzuglok. Und dann geht es dann hier auf den mittleren Bahnsteig weiter nach unten. Die Loks so grundsätzlich waren ja von sehr schlecht bis mittelschlecht vom Zustand her, so wie die hier. Also man sieht schon, da ist schon länger nichts mehr gemacht worden und die wird auch in der nächsten Zeit nicht mehr fahren. Es war aber sehr konträr her, denn es gab dann auch wieder Loks, die ausgeschaut haben, als könnten sie gerade wegfahren. Also die beiden auf jeden Fall mal nicht, aber schon besser als wie der Rest. Zum Beispiel die hier, die war optisch in tadellosem Zustand, da konntest du auch in den Führerstand reingehen, der Führerstand war auch komplett erhalten. Die hat wirklich ausgesehen, die müsstest nur einheizen und dann geht es gerade schon wieder los. Und ich werde jetzt meine Hand nicht ins Feuer reinlegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein, zwei Loks da tatsächlich noch für Sonderfahrt unterwegs sind. Die wiederum nicht, die war gerade im Anschluss unterwegs. So, ET2166, optisch perfekter Zustand, innen kann ich nicht beurteilen, aber schön die mal zu sehen. Dahinter ST44, die hätte ich gern gehört, wenn die mal abgeht. Habe ich dann auch später mal auf Tour gesehen, in Zesta
Witze, glaube ich, hat es geheißen. Aber leider nur so im Augenwinkel und ganz spät gesehen. Schöne Look. Dann SM25. Wenn man die SM42 ein bisschen zu stark sein sollte. Ich meine, die 25er, die hat auch optisch wunderbar ausgesehen. Auch schön hergerichtet. Und die SM15, glaube ich, bin mir nicht sicher. Gleich dahinter. Und auf der anderen Seite wieder die nächste Dampflok mit dem Getriebe oben drauf. Einigermaßen gut ausgesehen. Und eine SM41. Auch optisch sieht okay aus, wobei wenn man hier sich dann das Bodenblech hier angesehen hat, dann ist hier relativ viel schon weggesprungen gewesen. Also der Paintjob ist schon ein bisschen älter. Dahinter den Triebwagen hier, den haben sie aber leider komplett auseinandergenommen. Wenn man jetzt in diesen Triebwagen hier reingeht, dann hat man hier ein bisschen Infotainment von den Unfällen, was hier auf der polnischen Staatsbahn passiert ist. Ich meinte, dazu kommt nochmal eine Aufnahme. Das ist die Front von dem Triebwagen. Ja, genau. So sieht es dann innen aus. Komplett alles weg. Also das Rohmaterial runter. Und dann hat man hier da, wo die Fenster normalerweise sind, Infotainment von den ganzen Unfällen und was man quasi draus gelernt hat. Weiter hinter vom Triebwagen, muss man kurz schauen. Das ist quasi hier, so dahinter. Haben wir den EU20. Die schaut sehr schlecht aus. Die braucht auf jeden Fall mal einen Paintjob. Hat auf jeden Fall nicht mehr. Und von dem gleichen Standpunkt nach hinten gesehen, da nochmal die ganzen Loks und da, wo wir hergekommen sind. Schade eigentlich. Auch eine schöne E-Look. Und hinter der EU haben wir die EP0202. Auch nicht wirklich viel besser. Ich meine, es ist natürlich auch irgendwo eine Geldsache, dass man die solche Sachen schützt. Aber es ist schon schade, dass man im Museum solche Loks sieht. Ich meine, die werden vom Zustand nicht besser. Ich meine, gerade das Fenster hier, da konntest du nicht mehr durchsehen. Das war komplett dicht. Da tut einem das Herz schon ein bisschen weh. So, neben der EU haben wir hier diese zwei Dieseltriebwagen. Haben auch nicht viel besser ausgesehen. Am schlimmsten war der dahinter. Da kommt später noch ein Foto. Den vorderen kann man zu gewissen Daten auch besichtigen. Wobei ich weiß nicht, wie toll das Innere aussieht, wenn das Äußere schon so aussieht. Gut. Gehen wir mal nach hinten. So, das ist quasi der Weg jetzt nochmal zurück. Und das ist quasi jetzt der letzte Bahnsteig. Da haben wir hier unsere Schnellzuglok. Ich glaube, das Bild hat eigentlich schon mal. Ah, ne, die stand gerade direkt dahinter. Auch die, optisch sehr guter Zustand. Wobei, ich glaube, auch nicht so wirklich fahrfähig, wenn man sich es genauer ansieht. Und da sieht man quasi das hier. Also wir stehen jetzt quasi hier hinten und schauen so runter. Und da vorne ist das erste Bild entstanden. Nur so als Referenz. Und der Wagen ist die ganze Zeit da unten gestanden. Das ist ja auch noch was. Rein von der Frequenz her, ne? In Simulator ist es ja viel mehr los als in der Realität. Also da wartest du ja teilweise 20 Minuten oder eine halbe Stunde, ja, bis irgendwas los ist. Ah, die verliert gerade meine Stimme. Moment. So, bin ich wieder. Mit Stimme. Oder auch nicht. Mann. Ah, heute läuft's. So, weiter Partie. Nächste Dampflok. Hier nach hinten. Was, also die Brücke oben drüber ist relativ neu. Schau gerade auf unseren Vergleich die Google Maps Bilder und Google Street View 2000 Bilder an. Also du meinst jetzt die Brücke, was man jetzt hier bei der Lok im Hintergrund sieht, oder? Das kann sein. Also wie gesagt, das ist meine allererste Referenz. Ich war vorher noch nie da. Wenn man schaut, ob man auf einem anderen Foto nochmal sieht. Ja, das ist ungefähr immer der gleiche Winkel. Ich meine, der Bahnhof an sich sieht auch relativ neu aus hier oben. Also, die sind momentan auf der ganzen CMK-Strecke dabei, alles zu erneuern. Das sehen wir dann noch.
So, das ist der besagte Triebwagen, wo man rein kann. Da hat es dann einen Zettel hier vorne drauf. So quasi einmal im Monat kann man hier mal reingehen. Sieht halt sehr traurig aus. Und der nicht viel besser. Aber Hauptsache, Video überwacht. Ja, nach dem Museum, das war übrigens SN52 hier vorne, dachte ich mir, geht's dann weiter hier mit der PKP. Dann nochmal der Schneeräumer. Dann mal gucken, was gewesen ist. Nochmal Schneeräumer. Ah ja, diese Ausfahrt, das ist ja legendär. Ich meine, jeder sollte die eigentlich kennen, gerade die Schnellfahrzüge. Simrail, fahren wir hier alle unten rechts entlang und dann geht's weiter. Der Punkt hier, das ist von da aus geschossen. Und dann geht's dann weiter hier runter. Nach Passauer Zachotten, ja. Und der Bahnhof hat sich ganz krass verändert. Das sehen wir aber dann auch noch. Okay. Da geht's übrigens runter. Nach Passauer Ochotna. Es ist auf der Karte gesehen. Mal schauen, sieht man das hier? Das ist das hier. Das ist so ein S-Bahn halt hier. Bevor es hier auf Passauer Zentral nach hier reingeht. Ich glaube, in Simrail hält hier gar nichts. Ich glaube, man fährt hier unten vorbei und dann hier rüber. Bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls ist das der S-Bahn halt hier. Das da, auch noch nice. Als Wandbemalung. Also Kiebel ist ein Thema. Und dann habe ich auch hier die Dragon gesehen. Leider im ganz späten Moment. Das sind gerade hier noch mit dem Handy fotografiert. Und damit dann, ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein Intercity oder TLK gewesen ist. Da am Vorbeirauschen gewesen. So, wir haben den Standort gewechselt. Wer kann erraten, wo das hier ist? Die ganzen Simrail-Spieler sollten die Station kennen. Jetzt lieber die Google Maps-Karte mit dem Satellitansicht zu vergleichen. Google Maps kann ich natürlich auch machen. Wobei, nee, ich bleib bei Simrail. Wenn man mit Simrail ein bisschen eine Referenz hat. Ich meine, die Simrail-Karte ist nicht aktuell. Aber für das habe ich die Bilder. Die Bilder sind aktuell. Aber wo sind wir hier? Na? Ich zeige euch mal, wo das ist. Das hier, wenn wir nochmal auf die Karte gehen, ist hier. Was sauber wie Schotten, ja. Da, wo man hier mit den ganzen Zügen hier startet. Das ist diese Station da. Da hinten spawnen ja die Züge da. Kommen dann hier so rein. Und in der Station geht es dann hier los. Das ist dieser Bahnhof. Das ist so quasi eins der untersten Gleise hier, wo ich gerade gestanden bin. Und dir das Foto noch unten gemacht habe. Ah, diese blöde Bewegungsaufnahme jedes Mal. Blick in die hintere Richtung. Und der Bahnhof ist nicht modernisiert. Das merkt man auch schon hier an einem Bahnsteig. Und wenn man hier aussteigt, also teilweise hat man hier einen Trittunterschied von über 20 cm. Wenn man hier im Rollstuhl unterwegs ist, kann ich es nicht empfehlen. Dann der neue Triebwagen. So, hier in der rot-weißen Lackierung, beziehungsweise es war nicht weiß, es war mehr so creme. Also rot-creme-gelb. Kiebel modernisiert. Ich habe nur ein einziges Mal ein Kiebel nicht modernisiert gesehen und das war bei der Rückreise. Ansonsten immer nur modernisiert, so wie in der Fassung. Wir sind jetzt gleich noch viel besser. Den dürft ihr alle kennen. Und Stadler ist sehr vertreten gewesen. Gerade der hier als Intercity oft unterwegs gewesen. Eine große Garnitur. Und das Stellwerk. Das Stellwerk hier, das müsste ungefähr, ich glaube hier ist es, ja, ich sehe hier gezeichnet, ist das Stellwerk.
Das Stellwerk hätte ich mir natürlich gerne mal angesehen. Ich meine, das ist wie so ein Tower beim Flughafen, einmal komplett rundum, wo die dann drin sind. Und das hat es in Warschau doch mehrfach in der Bauform. So, die erste EP07. Konnte ich nicht rangehen. Und wir haben dann noch den Kiebel, der hier eingefahren ist, in Mehrfachtraktion. So, übrigens die moderne Front. Kann sich da ahnen, muss es hier weggeschnitten haben und komplett erneuert haben. Und interessanterweise, die Kiebel sind überhaupt nicht so laut, wie man es aus TD2 oder so kennt. Die sind verhältnismäßig leise, wobei mir gesagt worden ist, im Inneren ist das ein anderes Thema. Nur so als Ding. Das ist nochmal der Startlauf von der anderen Seite. Das sind, warte mal, kann man es vielleicht zusammenrechnen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wagen. Eine Einheit da. Habe ich mehrmals gesehen. Das ist ein bisschen zu früh. Ebenfalls S-Bahn hier. Hinter nochmal das Stellwerk. Und ich muss sagen, mit denen zu fahren ist noch relativ angenehm. Also sind innen relativ ruhig. Bei jeder Sitzgarnitur hast du Steckdosen drin. Also pro zwei Plätze ist jeweils eine Steckdose, zwei USB-Steckdosen. Also relativ modern. Aber man hat hier auch das Toilettenproblem, wie in jedem anderen Zug auch. Jetzt ist die Frage, was ist das Toilettenproblem bei der PKB oder generell bei der polnischen Eisenbahn? Das Fehlen von der Seife oder vom Klopapier. Ich war mehrfach auf den Toiletten drin, bei den unterschiedlichsten Zügen, und beides hat jedes Mal gefehlt, bis auf einmal. Und das war in Intercity, der ganz in der Früh gefahren ist. Wenn ihr in Polen mit der Eisenbahn unterwegs seid, nehmt euch ein Toilettenpapier mit. Das ist das A und O. Ich hätte nicht gedacht, dass das wahr ist, aber ja, ist so. Toilettenpapier, Mangelware, warum auch immer. Den kennt ihr natürlich auch alle. Mit dem bin ich nicht mitgefahren. Ich habe ihn nur abfotografiert. War mir ein bisschen zu langweilig, mit dem zu fahren. Ich wollte eher mit dem alten Zeugs rumfahren. Und das war mir so ein Zufallsshot. Zug nach Alexandru Kojarski. Ging sich zeitlich nicht aus, aber ich dachte, ich fand es so süß, dass ein Zug dahin fährt. Das war das nächste Mal. Es war leider ein bisschen zu wenig Zeit. Und dann habe ich zu der Bediensteten bei der BKW gesagt, ja, ich würde gerne mal eine Stunde in irgendeine Richtung fahren, dort eine Stunde warten und eine Stunde wieder retour fahren. Und die am Verkaufsschalter hat mich erstmal total blöd angeschaut. Ich gesagt, ja, wie jetzt? Ich will eine Stunde fahren und dann wieder eine Stunde retour. Die hat das sogar überhaupt nicht Kraft, dass ich gar kein definiertes Ziel habe. Ich sagte einfach nur, ja, ich möchte einfach nur irgendwo eine Strecke lang fahren, eine Stunde lang, wo sie sagen, ja, das sieht irgendwie schöner aus, muss von der Lok gezogen werden und dann will ich nicht wieder retour fahren, weil da war es dann schon relativ am Abend und da wollte ich nicht mehr zu lange unterwegs sein. Und die hat dann erstmal eine halbe Stunde lang rumgesucht, haben uns dann mit ChatGPT unterhalten, bis sie dann irgendwas rausgefunden hat. Und da gab es ihm ein Ticket. Weil da kannst du ja nicht einfach so in so einen Zug hier einsteigen und losfahren und Button drücken, ja, das ist jetzt mein Ticket und dann wieder stoppen, so wie bei der SBB. Ja, wir hatten das dann gemacht. Die hat dann gesagt, ja, okay, nimm dann den Zug da, fahr eine Stunde mit dem nach, muss ich mal selber nachschauen, wo war das? Welche Station war das? Sochacev. Garantiert falsch ausgesprochen. Soll ich mal hinfahren, da fährt der Zug ungefähr eine Stunde hin. Und da habe ich eine Stunde Aufenthalt und dann wieder retour. Und das war dann dieser Zug, den man da gerade hier sieht. Ich hätte wirklich gehofft, dass es vielleicht eine EP oder so gewesen ist. Dann war es halt hier der moderne. Was soll's. Was ich nicht wusste ist, das war ein relativ voller Zug. Die wollten hier eigentlich alle in Warschau aussteigen, beziehungsweise in Warschauer Zentrala. Das wäre gerade die nächste Station gewesen. Und die Polen, ich weiß nicht, die haben eine ganz eigene Mentalität. Der Wagen war pumpvoll. Und mein Wagen war hier der dritte. Ich bin dann beim 8. oder 10. eingestiegen und wollte in den Wagen nach vorne durchgehen. Die sind alle im Gang gestanden. Meinst du, die wären irgendwie auseinandergegangen? So nach dem Motto, ja, ich lasse dich mal durch. Ja, nee. Da wird einfach stehen geblieben, bis man dann halt aussteigt. Das, ja.
So, schauen wir kurz im Live-Chat. Die Essen könnte ein TD2-Fahrplan-Rules sein. Vor dem keine Zugfreaks-Trainspotter. Deswegen wusste sie nicht, was du bist. Ja, wohl wahr. So, das war in dem Zug drinnen. Das war quasi dieses Großraumabteil. Und der war innen richtig modern. Man sieht hier die ganzen Sport-Ricaro-Sitze hier. Aber sehr angenehm zum Sitzen. In der Mitte die Steckdosen. Und bei dem Zug war es insofern interessant, bei dem ist alle 5 Minuten das Licht ausgegangen. Und ich weiß nicht, ob das schon im Vorhinein schon so geplant gewesen ist, unter den Sitzen, also hier auf der Seitenleiste hier unten, gibt es eine grüne Untergrundbeleuchtung, dass es ganz stockdunkel gewesen ist. Aber bis wir als Fahrschaut raus gewesen sind, sind alle 5 Minuten hier die Lichter ausgegangen. Kann Pech sein, aber war noch interessant. So, das war aus einem anderen Waggon hier drin. Was so ein Abteilwagen, das ist das auch mit den Steckdosen, plus jeweils zweimal USB. Sehr modern. Kann man also wirklich nichts sagen. Und dann bin ich in Sochakev ankommen mit der nächsten S-Bahn hier. Es ist rein vom alten Rollmaterial wirklich wenig unterwegs. Es ist recht viel Modernes unterwegs. Leider Gottes. Ich wollte das ganze alte Zeugs eigentlich sehen. So, da haben wir den ED161 wieder. Optisch, ich weiß nicht, das Gesicht erinnert mich irgendwie an einen Fisch, der irgendwie das Maul offen hat. Nicht so meins. Aber oft unterwegs. Da nochmal von der anderen Seite. Und dann gab es hier diesen großen Turm hier unten noch auf der Station. Plus ein paar alte Abstellgleise. Und den haben wir schon gesehen. Güterzug war abgestellt. Und dann dachte ich mir, ja, hat es da vielleicht eine ET41 dran? Nee. Es waren einfach nur die ganzen Wagen. Ich habe keine einzige ET41 gesehen oder äquivalent dazu. Echt traurig. Ich dachte, ich sehe die großen Dinger mal. So, Stadler. Ganz viel gesehen. Man dachte, ja, dafür bin ich jetzt nicht gekommen, aber interessante Lackierung, die mal so zu sehen. Und das Bahnhofsgebäude von Sochakev. Hinter dem Bahnhofsgebäude steht hier diese wunderbare Schmalspur-Lokomotive. Weiß darauf hin, dass in 200 Meter entsprechendes Museum ist. Sogar mit Fahrbetrieb. Aber ich hatte das Glück, dass ich zu Ostern gekommen bin. Und was ist in Ostern da unten? Alles dicht. Also so gut wie alles. Tankstellen oder Meckes und so weiter hat offen. Alles andere einfach dicht. Konnte nicht mal in ein normales Restaurant reingehen und da irgendwie was essen, weil einfach alles dicht gewesen ist. Der andere Vorteil war dafür, es war kaum was los. Also die ganzen Bahnhöfe, die ganzen Züge waren fast menschenleer. Bis auf diesen einen Zug hier. ich glaube, wenn du was Altes sehen bist, warst du in der falschen Gegend. Wohl wahr. Ich glaube, wenn ich so richtig in-depth Erlebnis haben will, dann muss ich raus aus den Großstädten. Das habe ich dann zum Teil unten in Katowice gehabt, in der Katowice-Umgebung. Aber ich hatte ja nur nicht ganz anderthalb Tage Zeit für das ganze Erlebnis. Aber war trotzdem schön. Vor allem, wenn ich dann solche Sachen gesehen habe. Das war noch kurz vor der Abfahrt wieder zurück nach Warschau. Richtig geiler Moment. So. Kiebel da hinten wieder mal abstellen. Und kam dann von der anderen Seite wieder. Ich meine, ich finde es jetzt nicht so schlecht, das Face. Aber das Original-Face ist halt schon irgendwie geiler. Und auch die Stromabnehmer sind hier erneuert worden. Werden wir dann noch in der alten Variante sehen. So, das ist übrigens, warte mal, der hier von innen. Als ich den gesehen habe bei der Rückfahrt, dass das mein der ist als Intercity gefahren. Dass das mein Rückfahrticket ist, war ich schon ein bisschen überrascht. Da dachte ich mir, okay, glaube ich bin in Deutschland, nur mit falscher Lackierung. Naja. Und dann hat es Lutzbube irgendwo woanders hin. Hat hier geendet, hier oben. Ich wollte eigentlich nach Zentralna fahren, das wäre noch eine Station weiter gewesen. Aber hat dann hier oben wieder geendet. Durfte ich dann mit der Straßenbahn fahren. Und das war Sicht vor dem Hotel raus. Richtig schön. Warschau, schöne Stadt. Auch wenn ich kaum was davon gesehen habe. Hotelzimmer. Jetzt mal Preisfrage. Was glaubt ihr? Was habe ich für das Hotelzimmer zahlt?
für eine Nacht mit Frühstück. Umgerechnet so in Euro. Also dahinter, große Dusche, hier großes Bett, quasi hinter der Kamera, Arbeitsbereich. Mit dem Stadtzentrum. Keine 500 Meter von Warszawa Centrala entfernt. Ja, 25 ist schon mal nicht schlecht. Gibt's noch einen Tipp? Also ich 3 Sterne plus. Keiner traut sich. Erstmal 30 Euro für die Nacht und Frühstück. So. Ja, okay, bevor das nächste losgeht. Es ging dann weiter nächsten Tag um, muss ich mal selber nachschauen, ich glaube um 6.20 Uhr ging der Zug und da wollte ich nach Zawiercie runterfahren. Also machen wir uns mal die Karte nochmal auf. Ich habe mir ein Ticket geholt, um was Zawa Centralna bis runter nach, ups, haben wir es denn? Schon von, nein, da war es Psari. Bis nach Zawiercie hier. Und Zawiercie wollte ich mal ein bisschen angucken. Zawiercie eigentlich weiter nach Lazy. Also hier die normale Personenstation. Und da weiter nach Katowice. Und wieder rauf. Also schauen wir uns erstmal kurz Zawiercie so grundsätzlich an. Beziehungsweise die Fahrt dahin. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Ah ja. Die Aufnahme, die ist, mal kurz schauen. Ach ne, wisst ihr was? Erratet mal kurz selber, wo das hier ist. Ich weiß, es ist nicht scharf, aber man könnte es vielleicht erkennen. Es ist ein Stellwerk in Simrail. So dass in Realität ein bisschen mehr dasteht. Na, haben wir Tipps? Itzi Kabize! Ja, genau! Es war unten dieses Betriebswerk. Ich habe leider die Kamera falsch eingestellt gehabt, aber da sind wir quasi vorbeigefahren. Fahrlandschaft haben wir von anderen Seiten, war ein bisschen nass. Oder sind leider nicht sehr gut geworden, weil aus dem Wagen raus fotografiert. Und machen wir ganz kurz Pause. Das ist hier Zawiercie. Als ich da in Zawiercie dann angekommen bin, ist hier Baustelle gewesen. Unser Zug wurde von der EP09021 gezogen. Und da habe ich mir das mal kurz aufgenommen, wie sich die denn so anhört, wenn die denn wegfährt. Ich mache mal ganz kurz die Musik aus. Denn als nur Referenz, wie laut das Ding in der Realität ist zu TD2. Lass es mal kurz abspielen.
Das war die EP09 beim Anfahren. Und die ist in der Realität überhaupt nicht laut. Ich meine, sie ist schon hörbar, aber nicht laut. Also dieses Schreckgespenst wie in TD2 kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich habe die EP09 mehrfach gesehen und lautstärketechnisch überhaupt nicht laut. Ja, das mal so als Referenz. Hier nochmal von innen, EP09, das war hier im ersten Wagen. Dachte ich, ich nehme das mal ganz kurz auf. Führerstand, was ich halt so aufnehmen kann. Und der Zug, in dem ich gewesen bin, der ist von Warschau nach Wien Hauptbahnhof gefahren. Über Katowice. So, das war auch nochmal so ein erste Klasse Abteil im anderen Stil. Ah, das wieder ist auch nicht schlecht. Das war jetzt quasi vom Wagen hinten aufgenommen. Da ist sie gerade losgefahren, aber nicht auf hochbeschleunigt. Das kann ich auch nochmal kurz abspielen. So, machen wir ganz kurz. Es kommt vielleicht nicht so rüber, aber der Staubsauger von der ÖBB ist wesentlich lauter als bei das da. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das heult so richtig schön. Ja, 021. Das sieht man auch regelmäßig, wenn man rauszieht. Solche Bauruinen. So, das war nochmal Zawirci. So, weiter geht's. Zawirci. Blick Richtung Stellwerk. Stellwerk ist dahinter, man sieht es jetzt kaum noch. Das ist gerade unser Zug, der rausgefahren ist. Zawirci sind sie momentan komplett am Rund erneuern. Die tauschen Signale aus, die sind hier an Gleis im Austauschen, von der Technik her, alles neu. Bahnsteig ist hier auch neu. Was man jetzt gerade hier nicht sieht, hinter diesem Signal steht gerade noch ein zweites Signal als neues. Obwohl es optisch genau gleich aussieht, keine Ahnung, warum sie die austauschen. Wir gleich noch besser sehen. Gehen wir zurück. Blick nach rechts. Da fehlen die Gleise. Bahnsteiganzeiger, wie der unten in Zawirci momentan aussieht. Bahnhofsgebäude an sich. Sieht soweit auch genau identisch aus wie in Simrail. Ja, und das? Das ist neu. Das ist jetzt links gesehen. Ein neuer Bahnsteig in Zawirci. Da war ich ein bisschen überrascht, dass ich den gesehen habe. Der ist vor allem für die S-Bahnen, die in Zawirci nach oben hin wegfahren. Kann ich das mal kurz auf der Karte zeigen? Wo haben wir es denn? Wo, Psari? Zawirci. So. Der ist vor allem für die Züge, die da nach oben fahren. Was wir in Simrail ja nicht haben. Wir haben ja nur den geraden Verkehr. Aber der Bahnsteig da oben ist neu. So. Da sehen wir auch noch das ganze Bauprojekt von der Modernisierung. Da haben wir eine Info dazu. Nochmal dieser Bahnsteig, komplett neu. Hier die Ausfahrt von unten. Und das ist das Bahnhofsgebäude von innen, wo man sich hier die Tickets kaufen kann. Anzeige hat nicht funktioniert. Das werden wir auch noch öfter sehen. Die funktionieren irgendwie in der Hälfte der Fälle, dass da irgendwas angezeigt wird. Bahnhofsvorplatz mit diesen Massengebäuden. Bahnhofsgebäude von der anderen Seite hier nochmal. Echt schön gemacht. Und da geht es weiter in das kleine Dorf hier rein. Oder Kleinstadt, wie auch immer man das nennen möchte. Das da ist
Muss ich mal kurz selber überlegen, wo das gewesen ist. Ich glaube, das war vor Itzikowice. Einfach nur so ein bisschen Landschaftsaufnahme. Ist tatsächlich relativ gleich zu Simrail. Sehr viel Grünzeugs. Ich dachte, ich nehme es mal auf, damit man es mal so gesehen hat. Ah, und das da. Da dürft. Ich mache den Sound mir nicht an, weil es ist ja eh nur ein ganz normales Soundgeräusch. Wo ist denn das? Was glaubt ihr? Dürfte nicht allzu schwer zu sein, das zu erkennen, wo das ist. Spätestens jetzt nicht. Ja, richtig. Das war Psari. Ach ja, das, mit dem habe ich das ganze Zeug aufgenommen. Zum allerersten Mal habe ich mir neu geholt. Eine Sony Alpha 7S II zum Rumspielen. Das ist nochmal Zabirchi. Ein bisschen weiter in der Stadt hier drin. Tja, und wo ist das? Das sollte eigentlich auch relativ einfach sein. Ja, das ist Katowice. Da bin ich dann endlich mal angekommen. Wo eine SM42 hier im Rumrangieren. Die hat aber nicht sehr viel gemacht, außer dass sie von da hinten da rechts in den Bahnsteig gefahren ist. Und hat da erstmal gewartet. Ich muss mal schauen, ob der Ton von der einigermaßen gut reinkommen ist. Mal schauen. Nein, das war nur die Fernaufnahme. Okay. Da hört man den Wind, den wollen wir nicht hören. So. Nochmal Zabirchi. Oh. Ja. Den auch viel zu spät gesehen. Aus Katowice ist dann dieser Dieseltriebwagen hier weggefahren. Keine Ahnung wohin. Bin gerade angekommen, habe die andere Aufnahme gemacht mit der SM42 und dann ist der hier rausgefahren. Oh, hätte ich da Zeit gehabt, dann wäre ich mit dem mitgefahren. Weil das wäre genau das gewesen, was ich eigentlich tun wollte. Mit so einem alten Triebwagen irgendwo rumfahren. Oder generell einer alten Garnitur. Übrigens, fällt euch auf dem Bild irgendwas auf? Was hier vielleicht nicht stimmt. Aber wir werden es dann später in den Fotos auch nochmal sehen. Aber hier ist etwas nicht korrekt. Also es hat auch keinen interessiert, so wirklich in Katowice, aber ich fand es noch interessant, das so zu sehen. Ja, richtig. Der Bahnübergang, der ist so nicht ganz zu. Das war dann noch die ganze Zeit. Da rechts vom Zug zu sehen. Gibt es dann später nochmal so eine nähere Aufnahme davon. So. Einfach den nächsten Zug. GU07. Ah, das... Ja, okay. Ja. Sortierung ist irgendwie fernab. Das ist nochmal Zabirchi. Blick vom neuen Bahnsteig zum alten Bahnsteig rüber.
neuer Bahnsteig Richtung Goa gesehen. Und die Baustelle. So, das ist aber weniger interessant. Ah. Ihr kennt doch alle den Sound von der klassischen SM42, wie das so ist. Das ist eine modernisierte Variante und hört euch mal an, wie die so klingt. Klingt wie ein Traktor nach meinem Gefühl. Hallo, Ton. So, nochmal. Es war leider sehr, sehr windig. Deswegen haben wir hier die ganzen Windgeräusche drin. Trotzdem, glaube ich, hört man es raus. Das Ding klingt wie ein Traktor, auch beim Fahren. Also, würde ich nicht hinschauen, dann würde ich sagen, es kommt ein Traktor auf mich zu. Und keine Diesellok. Das so als Referenz. Gut. Gehen wir weiter. Mal schauen, was das hier gewesen ist. Ach, das war ein Manöver von der EU. Ich glaube, da hören wir auch noch mal ganz kurz rein. Oder war es eine EP? Ich bin nicht mehr sicher. Ich glaube, es war eine EU. Ah, ne. EP. So, kleiner Funfact zu dem. Der Zug ist zuerst mit einer EP09 auf dem gleichen Gleis hier reinkommen und dann haben sie den Lokwechsel mit einer EP gemacht. So, weiter im Plan. Das ist nochmal Zabirci. Ich finde es echt geil, dass die Sortierung so gut geklappt hat. Da sieht man hier das neue Signal im Hintergrund nochmal. Das war identisch genau das gleiche Ding. Nur versetzt. Und das haben sie bei mehreren gemacht. Keine Ahnung warum. Also wäre es ein komplett anderer Typ gewesen, hätte es nur irgendwo verstanden. Aber es ist exakt das gleiche Signal gewesen. Kommt das aus Norwegen, Lohne? Ja, das kommt noch. Sehen wir dann auch gleich. Das ist, glaube ich, die EP07 bei der Ausfahrt. Hören wir uns das nochmal ganz kurz an. Und ich hatte kein Stativ mit dabei, deswegen wackelt es so schön. Aber auch die EP war nicht sonderlich laut. Also rein vom Lautstärkepegel her würde ich sagen, normal. Nichts Außergewöhnliches. Hörbar ja, aber nicht übermäßig laut. Gut. Das zu dem. Bauwagen, Zabirci. Ah, ich liebe die Sortierung. Kiebel bei der Einfahrt. Ja, das gehen wir uns natürlich auch nochmal. Beziehungsweise neuer Kiebel. Ah, alte Kiebelfront war jetzt schon geiler.
So, EN76, Fahrplan, auch interessant. Das haben wir eine Baustelle. Oh, warte mal. Das ist auch noch speziell. Auch nichts Komisches in dem Bild zu sehen. Ich glaube, das war gerade dezent laut. Entschuldigung dafür. Triebwagen Katowice, das haben wir auch schon gesehen. Güterzug. Oh, dann kommt jetzt mal das Norweg. Mal schauen, wo haben wir denn mein Highlight? Nee, das war's nicht. Oh, Katowice. Katowice hat ja noch diesen versetzten Bahnsteig. Da geht das mal ganz kurz, was ich meine. Katowice, da. So, das ist Baron 5, der nicht mehr in Benutzung ist. So, das da. Und da gibt es hier, da gibt's mehr Untergänge. Also hier gibt es Untergang, da gibt es Untergang, da nochmal Untergang. Und da geht ein Tunnel von da hinten bis nach da vorne hin. Das ist quasi genau der hier. Was ist das für dem TOB? Keine Ahnung, was das für ein Lok gewesen ist. Also war eine Mietlok auf jeden Fall. Einmal so dieser Untergang in Katowice. Ah, und das ist so polnische Handwerkskraft. Wenn hier ein bisschen Wind gegangen ist, haben die Signale das hier gemacht. Mal kurz den Ton ausmachen. Man sieht es im Wind, man sieht es im Video vielleicht nicht ganz so sehr. Aber die Dinger haben richtig schön rumgewackelt. Als wären die Schrauben nicht fest dran gewesen. Auch in Zawirci gewesen. So, das ist ja die eigentliche EP09 gewesen, die diesen Einzug hier weggebracht hat. Auch nicht schlecht. Da ist sie gerade am Abkuppeln gewesen. Wieder unser Stadler. Warum passt denn die Sortierung so überhaupt gar nicht? Von dem Stadler sieht es ihnen so aus. Relativ eng, einfach für die Masse gemacht, wo man dann hier so durchgeht. Zawirci, der Stellwerk, im Vorbeifahren. Und das da ist das neue Stellwerk von Zawirci. Das ist ungefähr 50 Meter nebendran. Konnte es leider nicht besser einfangen. Aber das ist das neue Stellwerk. Das wird vermutlich nicht mehr so lange existieren. Und das da müsste vom Stellwerk aus gesehen die Fahrtrichtung Lazy sein. Entschuldigt da das ganze Spiegeln. Ist halt leider aus dem Zug gemacht. Auch da sieht man es. Die ganzen Signale werden austauscht. Die sind ja auch alle terminiert. Oder die meisten davon zumindest. Ich hätte so gerne die Kamera draußen angebracht. Da sehen wir es auch nochmal. Alt gegen neu. Interessanter Aufbau. Da
Also auf der ganzen CMK-Strecke wird alles neu gemacht. So, dann müsste dann das erste Stellwerk von Lazy kommen. Ja, genau. Es ist leider unscharf, aber da ist das erste Stellwerk von Lazy, was man ja auch in Simray spielen kann. Es ist halt echt scheiße, aus dem Zug raus irgendwas zu filmen. Aber hier in Lazy ist auch wirklich alles voll gewesen mit irgendwelchen Güterwagen. Es war jetzt nicht irgendwie ein Manöver, was ich beobachten konnte, aber es war alles voll da unten. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich da runtergehe, werde ich mir auf jeden Fall einen Mietwagen oder sowas holen, dass ich mir die Sachen ein bisschen besser anschauen kann. Da das nächste Stellwerk von Lazy. So muss es auch in Simray sein, dass hier die ganzen Sachen rumstehen und ein bisschen Action ist. Nächstes Stellwerk war hinterm Hügel. Und jetzt müsste gleich der Bahnhof von Lazy kommen. Oder auch nicht. Das Video endet. Okay. Ich nutze es mal ganz kurz als Pause. Ich muss mal ganz kurz wohin. Wir hören uns in 5 Minuten wieder mit unserem Reisebericht. Also, dranbleiben. So, so schnell geht's, da bin ich wieder da. Okay, weiter im Bericht. Das ist nochmal die Station Lazy LB beim Bahnhof. Leider hat nicht sehr schön aufgenommen, weil im Zug aufgenommen. Und das da ist jetzt die Sicht, wenn man von Lazy Station rausfahrt zu, was war es, Lazy LC. Sprich, wenn man sich das mal hier ansieht. Wo ist es denn? Genau. Was wir uns jetzt anschauen, ist eine Kamerafahrt von da oben nach da unten. Und wir schauen in die Richtung rauf. Damit wir diesen Bereich hier mal ein bisschen anschauen können. So, also, Film ab. Sieht man halt, das haben sie jetzt schon vor ewig langer Zeit aufgelassen. Alles überwachsen, voll mit Bäumen. Bis auf das eine Anschlussgleis von hinten, was noch aktiv ist. Warum auch immer. Man sieht jetzt da im Hintergrund. Da sieht man jetzt die Gleise, wie sie wieder zusammenkommen. Das, dahinter ist das aktive Gleis. Jetzt müsste jeden Moment der Stellberg an sich kommen. Genau. Ah, ja, geil. Und da kommt das Gleis hier wieder nach unten. Was sie ja vor kurzem erneuert haben, so wie es aussieht. So, weiter in die Geschichte. Nochmal die EP07. Das, glaube ich, dürfte auch jeder kennen. Habe ich auch nicht besser hinbekommen, weil ich bin in der Station nicht stehen geblieben, nur vorbeigefahren. Und das da. Ah, das könnte schwierig sein, dass man das erratet. Was glaubt ihr, aus welchem Bahnhof fahren wir jetzt hier gerade raus? Ach nee. Das ist falsch.
In welchem Bahnhof fahren wir da gerade ein? Ich glaube, man kann es ja eh auch lesen. Das ist der Boba Gonica. Hat einen Bahnsteig mit dazu bekommen. Kommt dann später gerade noch ein paar Fotos. Aber ist erweitert worden. Aber das Industriegleis, was man auch in SimRail sieht, das gibt es nach wie vor. Es geht aber quasi von diesem neuen Gleis unten aus weg. Da nochmal aus dem Zug raus. Mit dem Gebäude und dem neuen Bahnsteig hier. Und das ist die Ausfahrt von der Boba Gonica. Ja, wie gesagt, SimRail ist ein bisschen outdated. Das ist Stand jetzt aktuell. Und da hinten, nach Skoda, geht das Industriegleis weg. Und so wie die Gleise ausgesehen haben, wird es auch noch aktiv benutzt. Giebel. Das ist die andere Seite von Katowice. In SimRail fährt man ja da unten dann vorbei, nach Katowice. KTC, glaube ich, ist es, bin mir nicht sicher. Da, wo das alte Betriebswerk ist, sind auch in der Realität die Gleise gesperrt. Man sitzt da unten. Bin ich weiter nach vorne gegangen. Aber ist tatsächlich dicht. Werde man das aber irgendwann mal nochmal genauer anschauen, weil das Ganze da hinten soll wohl ein ganz großer Lost Place sein. Kiebel. In neu. Oh. Ich glaube, da mache ich mal ganz kurz die Musik aus. Da müssen jetzt vielleicht manche Leute ganz stark sein. Na, wer hat schon erkannt, was es ist? Tja, Beijing ist de facto abgebaut. Gut, da habe ich selber gesagt. Ja, also von Beijing ist de facto nichts mehr vorhanden. Da hat es jetzt diese gigantischen Kieshügel hier. Ansonsten ist alles weg. Eingleisiger Betrieb momentan. Sehr, sehr traurig, als ich das gesehen habe. Das ist noch das Verladegebäude. Wenn es im Stellwerk von Bettchen ist, ist es auf der linken Seite. Uninteressant. Ah, das war einfach nur schön, ne? Kiel gegen Neu. Das ist übrigens der Eintritt in so einen Kiebel. Viel Spaß mit dem Rollstuhl. Toilette, modernisiert, aber ohne Klopapier. Und die alten Stromabnehmer. Ah.
Und so schaut ein modernisierter Kiebel von innen aus. Bin ich mal ganz kurz reingegangen. Auch mit Fahrradabteil und so. Und dann gibt es noch den Apparatus, wenn man dann mit dem Rollstuhl rein will. Wenn man das vorher anmeldet. Ja, und viel Spaß beim Aussteigen. So, das war ein ehemaliges Stellwerk kurz vor... Na, warte mal, war das das Stellwerk von... Ne, doch, ich glaube, das ist das Stellwerk von Sosnet Dobi, das Hauptstellwerk. So, uninteressant. Das ist kurz vor Katowice. Stellwerk vor Katowice für Betriebswerk. Aber eigentlich nicht das, was ich wollte, das war bei der Einfahrt von Katowice. Stellwerk Katowice. Aber ich finde es voll geil, dass die Sortierung so richtig gut geklappt hat. Oh, ja. Und da bin ich ein bisschen mad auf Simrail. Weil jetzt ratet mal, wo diese Denkmal-Lokomotive steht. Es ist tatsächlich auf einer sehr prominenten Stelle. Und die Lok steht da schon ein bisschen länger. Und wenn die Leute von Simrail aber genauer gewesen wären, wird man es auch in Simrail sehen. Es ist nicht weit weg von Katowice. Hat jemand einen Tipp? Also diese Lokomotive steht in Sosnowiec. Und zwar, wenn man jetzt hier auf den äußeren Bahnsteig ist, das ist Sosnowiec Lony. Und wenn man dann von dem hier nach rechts wegschaut, dann sieht man diese Dampflok. Und neben dieser Dampflok steht noch dieser tolle Jet. Das sind die ganzen Ausweichgleise da oben bei Sosnowiec. Das erste Gleis ist tatsächlich gesperrt, auch in der Realität. Aber Oberleitung fehlt hier komplett. Und so Sosnowiec selber hat schon bessere Zeiten gehabt. Ist so ein bisschen am Verfall. Aber ich gehe mal davon aus, jetzt wo die ganze Strecke erneuert wird, dürfte auch das hier bald erneuert werden. Und die tollen Anzeiger in so Sosnowiec dürften dann auch bald Geschichte sein. Aber war schön, dass ich die noch gesehen habe. Hier nochmal das Bahnhofsgebäude von so Sosnowiec Lony. Und von der Bahnsteigseite Blick nach unten. Andere Bahnsteigseite, das ist quasi rechts von der Dampflok hier. Und nochmal die Lok an sich. Also das hätte ich schon gern in Simrail gesehen. Also wenn man da vorbeifährt, dass man diese Denkmallok hier sieht. Das ist hinter dem Bahnhofsbereich abgezäunt. Ja. Und Verspätung, 40 Minuten, Intercity. War der erste von zwei Zügen, die ich mit einer entsprechenden Verspätung gesehen habe. Das Gleis da unten, auch in der Realität, gesperrt. Ohne Oberleitung. Und das ist quasi die Unterführung vom Bahnhof, was dann reingeht in die City. Bahnhofsgebäude innen drin, sehr schön gemacht. Ein bisschen, ja, rustikal, aber schön. Und von der anderen Seite. Und das, als ich das gesehen habe, da musste ich mir richtig lachen. Das ist quasi vom Bahnhofsgebäude rausgehend, in Sosnowiec fährt eine Tram rum. Und diese Trams sind einfach ultra schrott. Also wer vielleicht die Zürcher Tram oder so kennt, die sind nicht mal die Hälfte von dem. Und fahren da unten so rum. Und auch wie die Gestörten. Ich bin mit der Tram dann später nach Betzing gefahren und die Dinger fahren so schnell in die Kurven rein, wo du denkst, die kippt gleich um. Das ist aber das Normalste der Welt da unten. I love Sosnowiec. Schön gestaltet, der Bahnhofsvorplatz. Ich glaube, ich habe noch mal einen Weitwinkel gemacht, was gut funktioniert hat. Sehe ich gerade. Sehr gut. Und da links von uns ist jetzt das Bahnhofsgebäude. Vor dem Bahnhof ist es ein Tram halt, da dahinter ist ein Bus halt und dann geht's da rein in die City.
Es ist nochmal vom Bahnhofsgebäude aus Richtung Stellwerk. Stellwerk ist da auf der linken Seite. Da sind unsere Infrastruktursachen. Und ich dachte, ich mache nochmal so ein Foto von der Streckenübersicht hier. Und das da, das ist das alte Bahnhofsgebäude von Becin, wenn man quasi vom Stadtzentrum herkommt. Der entsprechende Bahnübergang, der Personenübergang hier. Und da geht es dann rein Richtung Bahnhof. Es ist schon irgendwie, also es hat einerseits richtig geil ausgesehen, das ganze Motiv hier. Andererseits auch traurig, dass das Gebäude an sich nicht mehr in Benutzung ist. Das Gebäude ist halt echt schön. Aber da, glaube ich, war die letzten 20, 30 Jahre keiner mehr drin. Entsprechend sieht es halt auch aus. Schön verwahrlost. Und da keine Ahnung, was hier draufsteht. Aber ich dachte, ich muss mal dokumentieren für die Zeit. Alles dicht mit Holz. Auf der rechten Seite war hier noch das Schild zum Perron hin. Und 2023, was ich jetzt so mitgekriegt habe, war das letzte Jahr, oder Dezember 23, wo hier in Becin noch Züge gehalten haben. Ach, da haben wir sie, 10.12.2023. Da haben wir entsprechend die ganzen Kieshügel wieder. Und jetzt der ganze Perron, die zwei Hauptgleise sind komplett weg. Es ist nur noch mal, ich glaube, es ist Gleis 4 im Stellwerk, was da unten noch aktiv ist, wo die Züge halt im eingleisigen Betrieb halt hin und her fahren. Ansonsten alles weg, alles dicht. Aber es sieht halt schon so aus, als ob sie das da hier eventuell nochmal neu machen wollen. Ich meine, wir haben hier unten die neuen Masten, hier rechts gibt es auch Masten, also eventuell in einem Jahr oder zwei ist hier alles wieder da. Aber das ist nur eine Vermutung, bin mir nicht sicher. Was sieht's auch da unten? Die Masten werden auch breiter. Also ich gehe mal davon aus, dass entsprechend auch wieder Ausweichgleise kommen könnten. Wer weiß. Stellwerk. Bahnhofsgebäude. Es ist schon schade, dass man sowas einfach mal dicht macht. Da war ich schon wirklich traurig. Ich dachte, ich könnte mir das hier im Originalzustand irgendwie noch halbwegs ansehen mit dem Bahnsteig. Aber nö, ist nicht. Also derjenige hier im Becin hat nicht mehr sehr viel zu tun. Ja, das ist nochmal das Norweg Loni. Da dachte ich, ich zeige mir mal ganz kurz die Gleise hier. Die sind so runtergefahren, dass sie da relativ hier im Beton rein versinken. Hat abenteuerlich ausgesehen. Becin Miasto. Ich bin dann quasi von der linken Seite her mal rumgegangen. Hier drunter geht die Straße runter. Und bin dann hier mal hochgegangen, weil ich wollte Richtung Stellwerk gehen. Und wollte mir nochmal ansehen, was denn von der anderen Seite her noch alles da ist. Da alles Grünfläche, wo hier mal früher die Bahnanlagen gewesen sind. Alles weg. Übrigens eine Tram. Das ist Norweg. Vielen Dank nochmal, eine tolle Sortierung. Blick nach unten Richtung Bahnhof. Gleisende verlassen. Aber da dürfte auch so schon lange nichts mehr gefahren sein. Weil gerade das Gleis da unten ist ein Industrieanschlussgleis. Das ist hier vom Becin da unten rein. Und die sind dann rückwärts wieder in die Industrie rein. Sieht man jetzt hier ein bisschen besser. Also das Stellwerk ist quasi da hinten. Da war der Bahnsteig gewesen, da waren die Ausweichgleise. Dann ging sie so rein und dann sind die hier rückwärts in die Industrie hier links wieder rein. Aber alles hinter den Balken demontiert, nicht mehr da. Bin ich um 6. Oh, Stichwort Express, ne? Also, der Kollege da tut nicht wie in Simile in der Boba Gornice halten. Das ist nicht so. Der tut auch nicht in Savirci halten. Erst später dann wieder. Nur mal so als Randnotiz.
Und das ist das Industriegleis hinten rein. Jo, das ist nochmal so Snowbeek, die Tram. Tramampeln sind vorhanden, aber funktionieren nicht. Genauso wie manche TM-Signale nicht, wenn man dann später auch sehen. Aber das ist so eine Mini-Tram. Das wirkt auf dem Foto relativ groß, aber die Dinger sind echt tiny. Also, ich meine, ja, also, wenn es funktioniert, warum auch nicht, ne? Ja, Bettchen. Das ist quasi, wenn man von der Tramhaltestelle aussteigt, da hat es hinter dem Bild quasi Kreisverkehr und dann geht man hier die Straße runter und dann sieht man hier den Bettchen Bahnhofstation. Das ist jetzt links von Bettchen Miasto. Bettchen Miasto ist hier rechts. Und das ist quasi nach der Unterführung Blick runter Richtung Bettchen. Und da sieht man es auch, dass diese Masten relativ weit nach außen gehen. Also könnte man schon vorstellen, dass sie da entsprechend wieder Gleise hinmachen. Hinter Bettchen hat es eine Bushaltestelle und ein paar Wohnhäuser. Da gibt es auch noch ein Schild für das Bauprojekt hier mit der Erneuerung von der ganzen Linie. Und das ist Bettchen ein bisschen reinspioniert. Ich habe mir heute in Siebener Bettchen nochmal angeschaut. Die Fenster sind tatsächlich so. Und er sitzt da, wenn ich das so ausmachen kann, rechts. Also könnte auch der Tisch von der Position her stimmen, dass der rechts ist. Aber ein Haufen Grünzeugs da drin. Hier haben wir das Bauprojektschild, den ganzen Projekt da. Also mal Bauwagen, nicht mehr in Benutzung. Und ein Stellwerk von rechts hinten. Bushaltestelle. Da fährt alle anderthalb Stunden mal ein Bus. Und das ist das eine Gleis, was hinter Bettchen weggeht. Das ging hier gerade nach unten zu einer Industrie. Auch weg. Da das Gleis ist noch da und in die andere Richtung sieht man es auch noch, wie es hier so nach vorne geht. Aber die Zeiten sind schon lange vorbei. Das ist links vom Stellwerk. Da sieht man jetzt die ganzen Sachen, die sie schon hier abgebaut haben. Und links runter auch diese mega Kieshügel. Ich weiß nicht, was machen die mit so viel Kies da unten? Also zur linken Seite diese mega Kieshügel, zur rechten Seite diese mega Kieshügel. Das ist unglaublich viel. Und da hier das unterste Gleis mit diesem alten Depothäuser, wo man dann hier diese Entladungen oder Beladungen gemacht hat, wo jetzt hier dieser Bauwagen steht. Das war's dann halt schon wieder. Alles weg sonst. Und falls jemand ein paar Rangiersignale haben will oder TM-Signale, gibt's jetzt hier bei Bettchen. Vermutlich nicht mehr lange, aber liegen da alle einfach mal so auf den Haufen. Gehen wir davon aus, dass das Stellwerk so an sich in der Zukunft auch nicht mehr existieren wird. Das ist, denke ich mal, wird komplett digitalisiert, so wie das aussieht. Da sieht es ja auch. Gleise abgeschnitten, weg, Megabaustelle und dahinter das Einzige, was noch in Betrieb ist. Schade. Da war das Bahnhofsgebäude aus Sicht vom Stellwerk. Und das ist Trabowa Gonica, das neue Gebäude. Vorm Bahnhof ist hier ein Busterminal inklusive Park and Ride. Da sieht man jetzt hier nochmal das Busterminal. Da links Park and Ride. Dahinter auch nochmal komplett Park and Ride. Alles komplett neu. Und der Fahrdienstleiter sitzt da in dieser Containerbude unten drin. Ist bestimmt sehr angenehm da drin. Und einfach mal dahin verfrachtet. Sieht nicht so schön aus, aber Hauptsache er sitzt da unten. Ist dann quasi der Untergang und ich glaube, das eigentliche Stellwerk in Simrail ist ungefähr da, wo dieser Untergang ist. Glaube ich. Müssen wir uns mal angucken, aber ich glaube, das ist ungefähr hier. Weil das eine Signal, was man direkt links von der Scheibe hat, das ist das hier. Das ganz linke, das ist hier neu. Und das haben wir jetzt nicht gesehen. So, und das ist jetzt quasi Sicht vom neuen Bahnsteig aus. Also das unterste Gleis ist komplett neu. Der obere Bahnsteig, das kennen wir. Und das rechte Signal kennen wir. Da heißt alles neu. Und er blickt nochmal nach unten.
Industriegleis geht ja nach links weiter und der Rest fährt dann so nach rechts noch wieder raus. Also das könnte man auch so in Simmel gebrauchen. Dass wir hier nochmal so einen Bahnsteig haben. Blick in die andere Richtung. Da unser bekanntes Signal. Das neu. Und nochmal Park and Ride. Das fand ich auch noch ganz geil. Am Bahnhofsgebäude gab es dann hier diese Legende. Hat dann auch geleuchtet, wenn man hier drauf gedrückt hat. Und hat dann erzählt, wo hier im Gebäude dann was ist. Entsprechend auch mit haptischem Feedback. So, das ist Trabova Konica City. Das Rathausgebäude. Entsprechend links daneben Statue und altes Gebäude mit dem Stadtwappen hier. Und wieder so eine kleine Tram. Ich weiß nicht. Ich finde die niedlich. Bei uns in der Schweiz definitiv zu klein, aber niedlich. Okay, noch mehr Trabova Konica. Das ist Trabova Konica, da die Unterführung. Alles komplett neu. Die Unterführung da hinten im Bild zu sehen. Die eine Weiche hier. Und nochmal vom Hauptbahnsteig aus gesehen. Ja, Mr. Stellberg. Der arme Dude da unten drin. Es ist ja, ich meine, ich finde es ja faszinierend, dass man so eine Station überhaupt noch so besetzt. Aber irgendwie jeder noch so kleine Bahnhof in Polen ist besetzt. Und es gibt auch total viele Schrankenwärter noch. Also ich habe mindestens 20, 30 Schrankenwärter noch gesehen, die bei irgendeinem Bahnübergang sind und schauen, dass hier die Schranke auf und zu geht. Also das ist an sich schon eine Zeitreise nach Polen runter. Das soll, muss man echt mal gesehen haben. Ach ja, so wird übrigens der Robert Golice geschrieben. Mit Dab. Ah, so ein kleines Easter Egg an sich noch. So, auf die rechte Seite raus. Auch da nochmal ein Park and Ride. Nach hinten mit der Unterführung. Ja, und dann ging es wieder zurück Richtung Warschau. Wo wir den Class 66 hier drin gehabt. Schön auch die mal zu sehen. Und dahinter war noch, wie jetzt geheißen, in Ludmilla. Da habe ich aber leider kein Foto machen können. Deswegen jetzt von der modernen Ehren 75, 71, wer ist... Oh, ich habe die Nummer nicht im Kopf. Ich habe so die Anzeige innen drin. Das ist nochmal Lazy. Einfach jetzt nochmal so als Standbild. Ich glaube, das wäre schon mal geil, da irgendwie mal zu Fuß durchzugehen. Um mal zu schauen, was man so findet. Aber ich glaube, das würden die nicht so geil finden, wenn die da jemanden erwischen, der da einfach mal so rumläuft. Das war in... Muss ich mal selber nachgucken. Das war in... Ach, wie heißt die Bude da? Oh, Lazy. Trabova Konica Zapkowice, genau. Und zwar ist das hier auf dem Abzweig hier. Also hier runter geht ja auch noch was. Und da sind die Fotos entstanden. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, wo das ist. Schauen wir uns einfach mal kurz an. Das weiß ich gerade selber nicht, wo ich das aufgenommen habe. Mensch, bravura, deine Vorbereitung. Ich glaube, das muss irgendwo... War das bei Lazy? Na. Nee, das ist nicht Lazy. Weiß ich gerade selber nicht mehr, wo ich das aufgenommen habe. Ah, nee, warte mal. Das ist nicht Zap. Na, das. Nee, ich weiß gerade offiziell nicht, wo es gewesen ist. Und vielleicht nochmal am Bahnhof.
Ah, doch, jetzt habe ich recht eine Ahnung, wo das war. Mal ein bisschen weiter gucken. Ja, ich glaube, das war auf der Rückfahrt nach Warschau. Das müsste hier nach Mysko gewesen sein. Irgendwo, ich glaube, das war kurz vor Częstochowa. Ja, der Bereich, glaube ich, war das. Ein riesiger Abschnittbereich und der Bahnhof von Częstochowa ist gigantisch. Den in TD2, das wäre es gewesen. Und das war auch der Bahnhof, wo ich hier in diesem unteren Bereich endlich meinen klassischen Kiwi gesehen habe. Zum allerersten Mal. Leider in einem sehr schlechten Zustand und einmal in einem sehr guten Zustand. Aber konnte leider nicht damit fahren. Das ist er entsprechend, der Kiebel. Ich weiß nicht, was mit dem noch passieren wird, aber ich gehe mal davon aus, er wird verschrottet, I guess. Weil gleich daneben. So, gerade alles im Vorbeifahren gemacht. Da sieht man es. Das, glaube ich, waren 4 oder 5 Garnituren von dem Kiebel. Und da stand einer, der restauriert ausgesehen hat. Da hier. Überhaupt nicht beschmiert. Ich glaube, der könnte gerade wieder losfahren. Aber nicht unterwegs gewesen. Schade. Es könnte auch sein, dass das vielleicht die Museumsgarnitur ist. Das wäre vermutlich gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Dass er nur so ab und zu mal unterwegs ist oder dass der jetzt mal gerade per Zufall dasteht. Aber eigentlich Museumsbetrieb ist. Snowback Loni, ja, hat man vorher gerade schon. Ach ja, dann haben wir die Vorbeifahrt. So, dahinter noch mehr Kiebel. Aber schon in der neuen Bauform. Aber auch komplett beschmiert. Dann noch was Einzelnes. Ich glaube, das ist ein kleines Instandhaltungswerk hier oben. Und das ist jetzt hier der Bahnhof an sich. Der Blick, der ist quasi. Jetzt muss man mal kurz schauen. Ja. Das ist vom Bahnhof hier so runter. Hier oben hätte es sogar noch eine Drehscheibe gehabt. Da waren hier so alles Instandhaltungswagen drin. Habe ich nicht gesehen, dass das da ist. Deswegen gibt es da auch kein Foto davon. Habe es erst mal bei der Ausfahrt gesehen, dass es existiert. Das ist quasi hier hinten. AT22. Leider zu spät gesehen, dass sie reinkommt. Aber dafür habe ich die Wagen noch fotografieren können. Ach ja. Und die Dampflok in Częstochowa. Was ihr die selber sehen wollt, im Bahnhof ausgesehen, die steht hier. Also das ist das Hauptbahnhofsgebäude. Da geht quasi der Übergang hier so drüber. Und da ist die Dampflok. Und eingefahren bin ich quasi von hier unten. So. Und ich glaube, das war's dann auch langsam mit den Bildern. Ah ja, genau. Die Coal Translok habe ich hier noch gefunden. M62. Und das war dann quasi der letzte Zug, den ich genommen habe. Mit einer Verspätung von 30 Minuten. Ich dachte, das ist eine geile Idee. Jetzt fahren wir mit dem TLK mal mit dem billigsten Zug. Schauen, wie das so ist. Und da habe ich einfach gleich das volle Erlebnis gehabt. Erstmal richtig schöne Verspätung. 30 Minuten reinkommen. Und die Verspätung wurde dann noch größer. Zu einer Stunde. Und wir hatten ein paar Bahnübergänge, die nicht funktioniert haben. Also, das ist meine große Vermutung zumindest. Wir sind so oft auf der Strecke stehen geblieben. Und bei fast jedem zweiten Mal, warum auch immer, sind die Türen aufgegangen von den Wagen. Mitten auf der Strecke. Dann wieder zu und dann sind wir wieder weitergefahren. Als wäre nichts gewesen. Das war anstrengend. Und dann waren wir dann irgendwann einmal in Warschau. Oh Mann. Ja, das war der Wagen von innen. Leider ein bisschen unscharf. Und das hier da, das glaube ich, ist auch noch eine große Veränderung. Jetzt hier mal gucken. Das ist. Wo haben wir es denn? Genau. Das ist Vsava Zachodnja.
komplett umgebaut. Oder wird gerade komplett umgebaut. Mit Überdachung und allem. Das ist der momentane Personenlift von oben nach unten. Baustelllift. Da ist eine Frau drin. Die macht nichts anderes, als die ganze Zeit auf nach unten zu fahren und die Leute zu bitten einzusteigen. Aber das ist der neue Bahnhof hier unten. Großbaustelle, aber wird alles komplett neu gemacht. Sieht man so in Simmel ja auch nicht. Komplett neu. Und das ist auch schon erstmal das Ende von meinem kleinen Reisebericht. Ich in Polen. Ich werde auf jeden Fall nochmal hinfahren und mir ein bisschen mehr Zeit geben. Ich werde vor allem ein bisschen mehr Nebenstrecke fahren. Ich möchte mal Katowice noch ein bisschen genauer anschauen. Vor allem soll die Betriebswerk, auch Lazy. Und dann vor allem ja, ein bisschen Dieselstrecke fahren. So ein bisschen in dem Dreh. Ich meine, das waren jetzt nicht ganz anderthalb Tage, aber trotzdem meine ich das gesehen. Waren ja doch knapp über, ja, eine ganz 500 Kilometer, was ich da unterwegs gewesen bin. Aber hat Spaß gemacht. Das ist so mein Reisebericht. Und ich würde sagen, damit machen wir auch heute schon erstmal wieder Schluss. Das war einfach nur, einfach mal so ganz schnell mal reingucken, wie es so gewesen ist. Und jetzt wisst ihr, wie es ist momentan auf der CMK-Strecke im Verhältnis zu Simrail und Co. Das Video bzw. den Stream, den werde ich nochmal auf 4K hochladen. Dann habt ihr das nochmal ganz scharf. Denkt mal so in der nächsten Woche oder so. Und eventuell machen wir dann nochmal so ein Simrail-Special und tun das nochmal 1:1 vergleichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ist vielleicht ein Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.